Werte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, liebe Brandenburger und Gäste, wir sind überzeugt, an der Migration entscheidet sich das Schicksal Europas. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Verfechter einer schrankenlosen Migration die daraus resultierende gesellschaftsverändernde Wirkung herunterspielen und wissentlich verharmlosen. Sie können ja gerne so tun, als seien Masseneinwanderungen überhaupt kein Problem. Dass wir hier divergierende Meinungen haben, ist hinlänglich bekannt. Doch darum geht es heute nicht, sondern um Transparenz und Information. Bei einer regelmäßigen Umfrage von Forschergruppe Wahlen lag der Themenkomplex Ausländer, Integration, Flüchtlinge seit Mitte 2014 bis ins Jahr 2019, also rund ein halbes Jahrzehnt lang, auf Platz 1 der drängendsten Fragen. Und dies mit großem Abstand. Zu Spitzenzeiten wurden hier Werte bis zu 90% erreicht. Sie können hier natürlich weiterhin die Realität verweigern und die Masseneinwanderung als großen Segen und Gewinn für die Bevölkerung anpreisen. Sie müssen dann aber damit leben, dass der Souverän die AfD mit entsprechender Mannstärke in den Landtag entsendet und damit deutlich zeigt, wir wollen keine zügellose und ideologiegetriebene Masseneinwanderung in unser Land und unsere Heimat. Auch wenn Sie das anders sehen, werte Kollegen, kommen Sie nicht umhin zuzugeben. Die Frage der Migration ist eine der großen politischen Streitfragen, wenn nicht sogar der größte Konflikt unserer Zeit, dessen Verlauf über den Fortbestand unserer Gesellschaft, Kultur und unsere Identität entscheidet. Wir müssen solche Konflikte lösen, damit die Polarisation mitsamt des einhergehenden Gewaltpotenzials nicht stetig steigt. Dies kann nur gelingen, wenn wir die Lage auf einer soliden Zahlenbasis analysieren und dann eine vernünftige politische Entscheidung treffen, die für Brandenburg und seine Menschen am besten ist. Leider ist dies kaum möglich, denn die Unkenntnis der Landesregierung zu diesem wichtigen Thema ist teilweise erschreckend. Alle Beispiele dieser Ahnungslosigkeit aufzuzählen, ist nahezu ausgeschlossen. Das in einer ihrer Antworten geäußerte Unwissen darüber, wie viele Nicht-Ukrainer im Kontext des Ukraine-Kriegs in Brandenburg ankamen, obwohl es verschiedene Berichte über Trittbrettfahrer gab, durfte exemplarisch genug sein und lässt auf ein gewisses Desinteresse beim Erlangen solcher relevanten Daten schließen. Bezeichnend ist auch folgende lapidare Feststellung auf eine meiner Anfragen bezüglich der Demografie illegaler Grenzverletzer, die aus Polen kamen. Dort hieß es, die Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs obliegt der Bundespolizei. Insofern liegen der Landesregierung keine Daten vor. Würde man bei solch wichtigen Fragen genauso intensiv und voller Elan zur Sache gehen, wie beispielsweise beim Diffamieren politischer Gegner, werte Kollegen, wäre eine erkenntnisreiche Datenflut wohl unvermeidbar. Auch die gigantischen Kosten werden wohlweislich nirgends transparent ausgewiesen. Zwar stellt die Landesregierung für dieses Jahr im Einzelplan 20 rund 270 Millionen Euro zur Überweisung an die Kommunen ein, jedoch nur lapidar als Sozialleistung bezeichnet. Wie viel Geld für die unterschiedlichen Projekte in Integrationsvereinen ausgegeben wird, bleibt im Dunkeln, da häufig thematisch vermischt. Niederschwellige, konkrete Pro-Kopf-Angaben stehen dem Bürger ebenfalls nicht zur Verfügung. Dies verwundert umso mehr, da der Städtetag in Hessen kürzlich diesbezügliche Schätzungen abgab. Es geht also, wenn man nur will. Nimmt man die dort geschätzten monatlichen Kosten von 3.500 Euro pro Flüchtling als Grundlage, so wurden uns allein nur letztes Jahr in Brandenburg die aufgenommenen über 1,8 Milliarden Euro kosten. Auch der Verweis auf andere politische Ebenen ist eine gern angewendete Methode, um Antworten schuldig zu bleiben. Im letzten Jahr hätte sich die Landesregierung endlich einmal ehrlich machen können. Aufgrund des Ukraine-Krieges veröffentlichte sie ein regelmäßiges Lagebild über die diesbezüglichen Kriegsflüchtlinge. Doch als deren Zahlen sanken, wurde das Lagebild einfach eingestellt, anstatt es für alle Migranten zu verstetigen. Wir erwarten, dass in Zukunft alle relevanten Daten in Sachen Migration in Brandenburg in kürzester Zeit erhoben, aktualisiert und in einem wöchentlichen Lagebild allen Abgeordneten zur Verfügung gestellt werden.
Dies ist schließlich bei Corona schon jahrelang möglich, sollte also beim Thema Migration, das die Brandenburger Bevölkerung tatsächlich am meisten bewegt und vermutlich auch die gravierenderen Folgen für deren Zukunft hat, selbstverständlich sein. Stimmen Sie deshalb unserem Antrag zu und ermöglichen Sie eine transparente Debatte über die Schicksalsfrage unserer Zeit, oder zeigen Sie durch ein weiteres Festhalten an Ihrer ideologiegetriebenen und vernunftfreien Migrationspolitik, dass Sie die Anliegen und Sorgen der eigenen Bürger schlichtweg nicht interessieren. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.